Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Abgeordnete Antje Jansen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich entschlossen, den Sozialvertrag II aufzulösen und stattdessen die Mittel für die ambulante Suchtberatung und dezentrale Psychiatrie zu kommunalisieren. Und wir Linke lehnen dieses ab, meine Damen und Herren. Die konkreten Auswirkungen auf die Suchthilfelandschaft in Schleswig-Holstein werden wir erst im Laufe des Jahres 2012 zu sehen bekommen. Aber es gehört nicht viel Fantasie zu der einfachen Prognose. Die Landesregierung hat das Porzellan mit ihren Haushaltsbeschlüssen längst zerschlagen. So richtig scheppern wird es erst nach dem Jahreswechsel. Die Kommunalisierung der Landesmittel für die ambulante Suchtberatung wird zwangsläufig zu einer Phase der Verunsicherung bei den Betroffenen führen, meine Damen und Herren. Eine Rolle spielt, dass mit der Kommunalisierung bewusst eine Einflussmöglichkeit über Zielvereinbarungen des Landes aufgegeben wird. Und deshalb ist der Antrag der Bündnis 90 der Grünen und der SPD heute auch der richtige Antrag, dass solche Leitlinien hier auch formuliert werden müssen. Und noch mehr, dass mit der Kommunalisierung die Planungssicherheit der Träger bewusst und zielgerichtet zerstört wird. Anständige Arbeit in der Suchthilfe benötigt Kontinuität auf allen Ebenen. Kontinuität sowohl in der Konzeption als auch in der Durchführung und nicht zuletzt in der Arbeitsplatzsicherheit der Menschen, die die Arbeit der Beratungs- und Therapieeinrichtung machen. Wir werden uns nach der Unruhe- und Umstellungsphase der Kommunalisierung in einer anderen Suchthilfelandschaft wiederfinden und das ohne Not. Und Herr Minister Dr. Gaag, als wir hier im August zuletzt über die Umsetzung der Kommunalisierung diskutiert haben, da ist ein klarer Unterschied der Auffassung deutlich geworden. Sie stehlen sich nach unserer Meinung aus der Steuerungsverantwortung der Landesregierung für eine flächendeckende, gut erreichbare Suchtkrankenhilfe. Leider ist der Schaden, den Sie anrichten, indem Sie die Verteilung der Mittel aus dem Sozialvertrag zu den Kommunen schieben, auch desto größer, weil diese Kommunalisierung ja auch keine isolierte Maßnahme ist. Und Frau Kollegin Klahn, die Kommunen haben auch kein Geld, das wissen Sie, haben auch hohe Schulden. Und natürlich ist es, wie Sie sagen, wir meinen nicht, dass es eine freiwillige Leistung ist, aber Sie werden als erstes, denke ich mir, nicht das Geld mehr dafür ausgeben, wie Sie es vorher ausgegeben haben. Und wir sehen da eine große Schwierigkeit, dass Sie letztendlich die Suchthilfebehörden Opfer werden, letztendlich auch der Finanzen, natürlich. Und Sie werden auch, das Amt und die Kommunen werden sich auch überlegen, ob sie zwei, drei Beratungsstellen brauchen oder ob es nicht nur eine ist. Und alles irgendwie zusammenfassen. Da gibt es einen Unterschied. Wir sind der Meinung, dass die Kommunen wegen ihrer finanziellen Situation nicht große Gestaltungsmöglichkeit haben. Nein, sie werden, denke ich mir, auch da den Sparfinger auch reinlegen. Der Landtag hat im Oktober 2004 Schwerpunkte in der schleswig-holsteinischen Sucht- und Drogenberatung beschlossen. Die Kernaussagen waren dabei erstens, dass Sucht eine handlungsbedürftige Krankheit ist und zweitens, dass Suchtprävention und Antidrogenpolitik am Suchtverhalten ansetzen müssen. An der Richtigkeit dieser Aussagen ist nicht zu rütteln, aber wir müssen uns wohl kaum darüber streiten, dass Suchtverhalten ein soziales Problem ist, auch wenn wir seine Erscheinungsformen und tragischen Folgen als individuell wahrnehmen. Die Linke will eine liberale und aufgeklärte Drogenpolitik. Drogen sind eine Alltagserscheinung. Die Unterscheidung in legale und illegalisierte Substanzen ist willkürlich. Drogen und dessen Missbrauch führen zu schweren gesundheitlichen, sozialen und materiellen Problemen. Wir treten daher für eine rationale und humane Drogenpolitik ein, was eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums beinhaltet. Das bedeutet vor allem die Entkriminalisierung der Abhängigen und die Organisierung von Hilfen einer legalen und kontrollierten Abgabe von Drogen. Wir wollen eine Gesellschaft, die nicht auf Straf und Repression gegen Drogenkonsumenten setzt, sondern die mit Prävention und Aufklärung den Drogenmissbrauch vorbeugt. Die Linke findet es richtig und notwendig, die Sucht- und Drogenpolitik in Schleswig-Holstein weiterzuentwickeln. Suchtverhalten und Suchterscheinungen unterliegen Veränderungen, auf die die Politik reagieren muss. Der Gedanke des vorliegenden Antrags ist richtig, Leitlinien für die Suchthilfe und Suchtprävention zu entwickeln. CDU und die FDP wollen hier in ihrem Änderungsantrag feststellen lassen, dass mit der Kommunalisierung des Sozialvertrages II alles auf dem besten Wege sei und dass der Landesregierung und kommunale Spitzenverbände gemeinsam Grundsätze für Suchthilfe und Suchtprävention entwickeln. Hier fehlt die Einbeziehung der Fachkompetenz der Suchthilfeverbände, meine Damen und Herren.
Und wir meinen es keineswegs auf dem besten Wege, insbesondere dann nicht, wenn die Landesregierung mit ihrer Glücksspielgesetzgebung das Land zu einem Zockerparadies macht. Und wir erleben gerade, wie die Wettbranche ihre Logos und ihre Werbung bei den Profisportverbänden unterbringt. Das ist das Gegenteil von sinnvoller Suchthilfepolitik und es macht deutlich, wie wichtig es ist, die Schwerpunktsetzung der Drogen- und Suchtpolitik neu zu diskutieren und festzulegen. Und ich freue mich auch um eine kontroverse und auch vielleicht gute Diskussion im Sozialausschuss. Vielen Dank.